ihr gekommen seid, trotz dem schlechten Wetter. Wir grüßen Jimmy und hoffen, dass er uns in den Live-Übertragungen heute sieht. Wir sind alle hier, weil wir die Nase gestrichen voll haben von Rassismus, Rassismus am Arbeitsplatz, Rassismus bei der Wohnungssuche, Rassismus gegen unsere Kinder in den Schulen. Wir wollen, dass sich die Situation in unserem Land ändert. Wir haben die Nase voll, von außerhalb von Deutschland Neuigkeiten zu bekommen, was in unserem Land passiert, weil wieder mal nicht aufgeklärt worden sind. Wir hoffen, dass wir ein Fall sind, an dem sich andere nachher orientieren und den Mut haben, selber zu sprechen, den Mut haben, selber etwas in die Wege zu leiten. Ich möchte gern Herrn Basu von Reach Out zu mir rufen, der uns erzählen kann, was sonst noch hier in Berlin passiert und was leider nicht aufgeklärt wird. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Also, nein, ich habe vor ein paar Stunden mit Frau Prinz gesprochen. Das eigentlich Skandal finde ich oder finden wir von Reach Out, dass die Polizeidienststellen immer solche Straftaten erstmal als nicht rassistisch einstufen und fragen, warum sollte das ein rassistischer Straftat sein, was für alle anderen Menschen ganz klar ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass in den letzten paar Monaten haben wir sehr viele solche Fälle gehabt, wo Polizeibeamten entweder nicht aufgetaucht sind, auch wenn es ganz eindeutig antisemitischer Straftat waren oder auch rassistischer Straftaten. Die Polizeibeamten sind nicht hingegangen, haben mit Fremden gesprochen, nicht Betroffenen angesprochen und nicht nur das, sondern was in Berlin in Praxis sein soll, dass sie rassistische Straftaten an die Staatsschutz, das heißt Landeskriminalamt, weitergeleitet werden soll. Die Abschnittspolizeibeamten sehen das nicht so, sondern sie behalten das für sich und stufen das Ganze als Lappalien. Und das finden wir auch in diesem Fall sehr deutlich. Und wir kritisieren das und wir hoffen, dass die Polizei langsam das lernt, dass die, wenn Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Menschen mit jüdischem Glauben angegriffen werden, dann sofort das als zuallererst politisch motivierte Straftat anerkannt wird und entsprechend ermittelt wird. Danke. Vielen Dank.